herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Looks Paper und ich habe euch heute hier ein ganz besonderes Schatzi mitgebracht. Ich muss mir einmal ein bisschen Licht anmachen, weil ich merke, dass ich mir selber Schatten mache. So ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Ein ganz besonderes Schatzi habe ich euch mitgebracht und zwar habe ich das schon lange angekündigt. Ein Pferdejournal. Aber nicht nur irgendein Pferdejournal, sondern eins für einen Mann. Also ist ja eh schon nicht ganz so leicht, überhaupt Journals vernünftig zu machen, so dass es für die Person passend ist. Aber für einen Mann ist das nochmal schwieriger als für eine bastelbegabte oder bastelinteressierte Frau. Oder ästhetikinteressierte Frau, sagen wir es mal so. Das ist eine ganz andere Nummer. Und dann noch ein Pferdejournal für einen Mann zu machen, das war echt Königsklasse. Mal gucken, ob es mir gelungen ist, weil derjenige hat es dann auch nicht. Ne? Jo. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, das ist eine super Gelegenheit, gerade bei so einem Schmuckstück, und ich liebe es, ich würde es echt gern selbst behalten. Ich weiß, das sage ich bei vielen Büchern, aber hier ist es wirklich, wirklich, wirklich so. Gerade bei so einem Journal macht es natürlich leichter, mal so einen Kanal zu abonnieren und hier in Austausch zu gehen. Und ich freue mich sehr über alle Arten von Kommunikation. Also ihr schreibt mir eine Mail, schreibt mir einen Kommentar, lasst uns bei Facebook irgendwie sprechen, diskutieren, Themen irgendwie uns zusammen angucken. Und das macht total Spaß. Ich kriege so viele coole Kommentare. Ich versuche auch alle eure Kommentare zu beantworten. Manchmal brauche ich dafür ein paar Tage. Ich habe mir jetzt tatsächlich Social Media Tage, also Knoten in Taschentücher gemacht für Social Media Abende, wo ich dann wirklich mal durchgehe und alles beantworte, was vielleicht noch offen ist, was ich zwischendurch nicht erwischt habe. Weil mein Tag oder meine Woche ist schon ganz schön wild und ganz schön voll und ich habe sehr, sehr viel, was ich einfach bewegen, bearbeiten, betüdeln muss. Ja, nennen wir es so. Genau. Dementsprechend seid nicht traurig, wenn ihr nicht sofort eine Antwort bekommt, aber ihr bekommt eine. Früher oder später. Und jetzt geht's los. Dieses Schatz-I möchte ich alsbald versenden. Also gleich nachdem ich dieses Video gedreht habe und sicher bin, dass ich es wirklich gut gedreht habe, dann werde ich es einpacken und auf den Weg bringen. Und zwar bekommt das ein ganz besonderer Mensch. Und zwar der Mensch, aus dessen Familie wir dieses Pferd haben. So, und das ist ein Junk Journal für einen Mann, was sich um dieses Pferd dreht. Das ist unser Lou. Ihr werdet im Laufe des Videos das ein oder anderen Menschen sehen. Und diese Menschen wissen auch, dass sie hier in diesem Video vorkommen. Oder wenigstens mal kurz das Bild irgendwie gezeigt. Ich sehe gerade, ich habe mein Facebook gar nicht still gemacht. Das muss ich mal eben ändern, weil meine Junk Journal Crew nämlich hier ganz fleißig am guten Morgen Grüße austauschen ist. Wir schreiben heute Freitag nach Himmelfahrt. Ich habe frei. Ich drehe dieses Flip-Through, kann nicht sprechen, und werde dieses Journal gleich versenden. Ja, und ihr seht schon, ich halte mich daran fest. Ich möchte es nicht weggeben. Ich werde es aber weggeben, weil nämlich Harald, der es bekommen soll, hat sehr an diesem Pferd gehangen. Und wenn er ihn jetzt noch besucht, und die wohnen leider echt weit weg, wenn er jetzt noch besucht, dann merkt man echt, dass eine Bindung zwischen diesem Menschen und diesem Pferd da ist. Und die wird auch für immer da sein, solange beide leben, auf jeden Fall. Es fiel denen nicht leicht, dieses Pferdchen wegzugeben. Und sie waren sehr froh, dass es bei uns wohnen darf, der große liebe Lou. Und er hat ein schönes Zuhause bei uns, liebt seine Herde. Und da dachte ich mir, ich mache für Harald mal ein Journal zum Danke sagen. So, ihr seht, ich habe ein echtes Hufeisen drauf gebaut. Den Lou habe ich da in die Mitte gemacht mit Mod Podge eingekleistert, dass der auch wirklich das Bild schön bleibt. Und ich habe einen echten Zügel zerstört. Habe den hier ein bisschen zusammengefügt, weil Zügel natürlich viel länger sind, um das Ganze hier haltbarer zu machen. Oder ist das haltbarer, so überhaupt zusammen zu machen und es nicht fünfmal umzuwickeln. Ja, dank meines einen Ponys, der es liebt, Zügel zu zerstören, hatte ich halt einen Zügel über. Und dementsprechend geht dieses Journal auch wirklich mit der Zügelschnalle auf. Ich sagte, es geht auf. Ja, es ist recht stramm geworden, sagen wir mal so. Weil ich habe nämlich, als ich den Zügel zusammengebaut habe, danach habe ich dann noch so ein paar Sachen reingepackt, die ich eigentlich, wo ich dachte, ich wäre fertig. Dementsprechend ist es etwas stramm. Man kann hinten noch ein bisschen nachlassen, aber ich finde einfach, es sieht besser aus, wenn es anliegt. So.
fangen wir mal an. Hier ist meine Junk Journal Erklärung drin, so nach Motto, was ist denn ein Junk Journal? Und dann wird es einfach zu einem, ja, Nostalgie ist aber falsch, weil Pferd und Reiter sind ja alle noch da. Aber ich habe sehr, sehr viele Junk Journal Elemente eingefügt. Ich habe sehr viele Pferdesprüche reingeschrieben. Ich habe schöne Papiere von Stamperia benutzt, Sticker. Ich habe Rahmen geschaffen, also das hier ist auch ein Stamperia Pferdepapier. Daraus einen Rahmen geschaffen, wo eigentlich was anderes drin war. Also da waren natürlich Pferde drin in diesem Rahmen. Nun galoppierte ein Reiterchen durchs Bild. Und ich habe von der lieben Jessie einen Teil von einer alten Fahrordnung bekommen. Also fahren im Sinne von Kutsche fahren. Und dort sind verschiedene Sachen mit altdeutscher Schrift beschrieben, die ich auch mal lernen durfte. Nur durfte ich sie mit normaler Schrift, nicht mehr altdeutscher Schrift lernen. Aus einer Fahrordnung, aus einer alten. Wie hält man eine Peitsche? Wie wickelt man sie auf? Wie benutzt man sie? Und eine Peitsche ist übrigens nicht dafür da, das Pferd zu verkloppen. So, dieses Bild war in diesem Rahmen. Hier haben wir nochmal ein Loh. Und ich habe viele, ja, viele kleine Elemente versucht hier reinzubringen, ohne so riesen Ausklappmechanismen. Weil einfach dieses Buch das gar nicht hergab. Also dieses Buch war prädestiniert für diesen Inhalt und wollte auch gerne wirklich mit diesen drei Signaturen hier sein. Nur wenn ich jetzt hier ganz viel Ausklappgedöns reinmache, dann wäre das so ein Crocodile Mouth gewesen, dann das hätte nicht geklappt. So, wie die Fachkundigen unter euch sehen, ist Lou ein Friese. Ja, ein Friese. Aber nicht so ein kurzbeiniger Trempelfriese, wie manch ein Friese ist. Die sind süß und lieb, sind sie alle. Weil er ist ein Sportfriese. Also er ist so ein ganz hochbeiniges Tierchen. Er ist 1,77 Stockmaß groß. Und das ist wirklich ordentlich für ein Pferd. Also man kann doch dazu neigen, da oben Höhenangst zu bekommen. Und als meine Tochter aus ihrem Shetland Pony rausgewachsen ist, der auch ganz süß und knuddelig ist, mussten wir überlegen, ein neues Pferd für Fee zu kaufen. Das heißt nicht, dass unser kleiner Shetty Kerl Leo aussortiert wurde, garantiert nicht. Er ist ein Freund der Familie, er bleibt hier und er gibt vielen Kindern, lernt er das Reiten. Und dann sind wir losgezogen und wollten ein Pferd für Fee suchen. Ich habe immer gesagt, so Tinker und Friesen kommen mir nicht ins Haus. Das mache ich mich gerade unbeliebt an. Also die sind total lieb und total toll. Aber die sind einfach reiterlich keine Herausforderung, oftmals, bis wir dann Lou kennengelernt haben. Bis dahin wusste ich nicht, dass es Sportfriesen von dem Kaliber gibt. Also der ist genauso lieb, wie Friesen allermeistens sind. Der ist ein richtig lieber Schatz. Der wird mit dir aufs Sofa kommen und Chips essen und mit dir einen Film gucken und alles. Und zeitgleich hat er einfach das mega Dressurpotenzial. Das heißt nicht, dass er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Leistung zeigen, aufs Turnier gehen soll. Nein, aber der kann meiner Tochter ganz, ganz viel beibringen. Und auch anderen Reitern kann er ganz, ganz viel beibringen. Und er hat hier eine Herde, wo er draußen lebt. 24-7. Das war dann jemand, der hat irgendwie dolle geschwitzt und darf am Stall übernachten. Wir haben eine kleine Weihnachtsserie. Und, ja. So ist das mit dem Lou. Dann kam er zu uns und ja, nach dem Probereiten war schnell klar, dass er bei uns einziehen wird. Na, guck mal, das ist das Bild vom Cover, nur halt nicht mit gedunkeltem Hintergrund. Ja, er ist halt einfach ein großes, tolles Pferd und jetzt ist quasi meine Tochter von dem kleinsten Pferd des Hofes auf das größte Pferd des Hofes umgestiegen. Hier habe ich ein kleines Slider-Element gebaut. Das wurzelt hier so hoch und runter. Und dahinter ist ein Loh im Schnee. Genau, dann habe ich noch schöne Pferdepapiere. Ich glaube, die sind von Veripur. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich Digitalpapiere gefunden. Wollte aber, ne, und das ist echt schwer, Digitalpapier, was nicht kitschig ist, möglichst mit einem schwarzen Pferd, ja, ist gelungen. Also ich habe erstmal sowieso nur nach Digitalpapier gesucht zum Thema Pferde, was nicht kitschig, verschnörkelt, verrost oder irgendwas ist, wo es wirklich einfach ein Vintage-Charakter hat. Das hier ist
mit Vellum. Vellum und Rahmen. Ja, und das zu finden war gar nicht so leicht. Ich habe es dann gefunden. Hier seht ihr wieder was aus dem Farbpapier. Und konnte davon echt einige Seiten schön ein bisschen Tee baden. Und dann hier im Journal nutzen. So, und dieses Journal bin ich echt happy und stolz, euch das zeigen zu können. Also erstmal auch, weil wir so viele schöne Fotos von dem Kerl haben. Das ist eine Sache. Aber auch einfach, ja, dieses Journal war schon von mir so ein Herzenswunsch, den zu machen. Einfach nochmal Danke zu sagen dafür, dass wir dieses tolle Pferd übernehmen durften. Und dass wir da sehr glücklich drüber sind, dass der Kerl bei uns sein kann. Ja, und auch übrigens die Kirsten, also die Frau vom Harald, ist diejenige, die das Katzenjournal bekommt. Das heißt, die werden gleich doppelt beschenkt. So, einer kriegt ein Katzenjournal, einer bekommt ein Pferdejournal. Und ja, das sind einfach auch ganz liebe Menschen, die das absolut verdienen, mal sowas, so ein Schmuckstück in der Hand zu halten, wo ganz, ganz viel Arbeit reingeflossen ist. Ja, ihr seht, ich habe gestempelt, gestencelt, ganz viel Papier gefärbt, das richtige Papier gesucht und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, ihr seid ja selber Junk-Journaler oder auf dem Weg dahin oder ähnliches. Ihr wisst ja einfach, was bedeutet. Ne? Also wie viel Arbeit das ist, so ein Journal zusammenzustellen und vernünftig auszudekorieren. Trotzdem noch Platz zu lassen zum Schreiben, weil theoretisch, ich wette, Harald und Kirsten, die haben eine Million Bilder von Wu und vielleicht wollen sich hier ein paar Lieblingsbilder hinzufügen. Dass hier einfach noch ein bisschen Platz ist und dass das einfach harmonisch aussieht, alles zusammen. Mal einfach die Bildauswahl harmonisch, weil wir haben auch noch viel mehr Bilder, als hier drin sind. Aber das sind natürlich die schönsten. Harmonische Bildauswahl und schöne Elemente und ja, es ist, weiß ich nicht, Klischee oder Vorurteil oder bla, was ich, keine Ahnung, nennt es, wie ihr es wollt. Aber ein Journal für einen Mann machen ist doch echt, es ist was Besonderes, weil es sollte einfach nicht kitschig sein. Also hier und da einfach schöne, lustige Bilder drin, ganz, ganz klar, ganz fein. Aber kein Tüdel hier, Röschen da, Spitze hier. Klar, ich habe ein bisschen Spitze drin, das ist eine schwarze Spitze, passend zum schwarzen Pferd. Aber ansonsten, auch hier die Charms und sowas, ne, die sind schön. Ihr seht sie, ja, Charms an den Seiten. Die sind schön, aber die sind nicht so glossy, shishi, hast du nicht gesehen. Deswegen gibt es hier auch keinen Dingeldangel. Erstmal wandert das eh in einen Haushalt, wo ganz viele Katzen wohnen, die Dingeldangel ja also auf eine besondere Art und Weise lieben. Aber es ist einfach, ne, wenn du meinen Mann fragst, guck mal, ich habe dein Dingeldangel ans Buch gemacht, dann sagt er, was setze ich denn mit zum Staubwedel? Ich weiß jetzt nicht, ob Harald genauso drauf ist, keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel oft von Männern gehört, die irgendwie ein Buch bekommen haben. Und deswegen habe ich das, ich sag mal so, ein bisschen schlichter gehalten. Jetzt zeige ich dir nochmal die drei Signaturen. Ein bisschen schlichter von der Deko und trotzdem viel Inhalt. Und dann einfach auch Sprüche, die schön sind, die zum Pferd passen. Und die, ja, auch nicht diesen Kitsch-Unicorn-Charakter haben. Na, also, ich sag mal so, ich mag Einhörner schon. Aber in einem Pferdejournal für Männer hat ein Einhorn einfach nichts verloren. Finde ich. Ich werde Harald befragen, ob er lieber Einhörner gehabt hätte. Oder ob das so ist, wie es sein soll. So, nochmal ein letzter Blick. Ich freue mich mega, dass ich euch dieses Journal zeigen durfte. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und bin super gespannt, was ihr dann zu meinem Werk hier sagt, ob ihr das auch so gemacht hättet, ob euch da was fehlt. Vielleicht sagt ihr, oh, auf der Seite hättest du noch was machen müssen. Oder warum hast du nicht folgendes Element? Ja, dann sagt mir das gerne. Ich werde es nicht revidieren können, weil ich dieses Journal gleich verschicken werde. Ich werde es jetzt gleich einpacken, schön einen kleinen Brief dazu schreiben und dann werde ich es verschicken. Ich werde es nicht revidieren, aber ich werde bestimmt nicht das letzte Pferdejournal gemacht haben. Das ist ziemlich sicher. Und die Idee mit dem Hufeisen, die hat mein Mann, also die Idee hatte ich, aber mein Mann hat es im Endeffekt umgesetzt und hat mir dieses Hufeisen, das ist ja der Teil, wo die Pferde auftreten, das sieht draußen. So. Und wenn du es umdrehst, also kann ich jetzt nicht mehr, es ist festgeklebt, aber es ist auf der anderen Seite komplett glatt geflext oder glatt geschrubbt, dass man es halt wirklich ganz plan aufkleben kann. Weil normalerweise sind hier so Aufzüge dran, also so Metallkanten, die dann das Eisen rechts und links oder vorne am Huf noch halten und das Hufeisen ist von unten auch so ein bisschen
geformt. Das heißt, es ist nicht originär so glatt, dass man es aufkleben kann. Und da ist schon ein bisschen Metallarbeit dran gewesen, das Ding glatt zu machen und platt zu machen. Das Buch ist auch echt schwer, klar, zum Eisen. Aber es hat sich gelohnt. Also ein bisschen Rostfarbe drauf, ein bisschen Gilding Wax. Und ja, so ist es. Ne? Ihr habt jetzt den Eindruck gewonnen, was ich hier so die letzten Wochen und Monate gemacht habe. Und ich habe immer wieder hier dran weitergearbeitet und weitergemacht. Und jetzt ist es vollbracht. Es ist vollbracht, es ist da. Und ich werde es jetzt schweren Herzens verschicken. Ihr merkt schon, ich laber hier einfach weiter, ne, damit ich es nicht weggeben muss. Aber ich werde es weitergeben und ich freue mich mega, dass Harald das bekommt. Das hat er absolut verdient. Das ist ein echter Pferdemensch, ein echtes Pferdevollblut, sage ich mal. Nein, nicht Pferdevollblut, Menschenvollblut für Pferde. Und hat das Herz auf jeden Fall auf dem richtigen Fleck. Und da freue ich mich sehr, dass ich ihm das hier schicken darf. Hoffentlich mache ich ihm damit eine Freude. So, nun habe ich euch hoffentlich auch eine Freude gemacht. Ich habe vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über eure Kommentare und über eure Likes und überhaupt über euch. Habt einen wunderschönen Tag. Dieses Journal wird von heute angesehen noch anderthalb Wochen warten, das Video, bis es ausgestrahlt ist. Aber dann seht ihr es auch. Ich freue mich. Ich sag mal, bis demnächst in diesem Kino.